Markus Bauer, in dieser Phase der Vorbereitung ein Testspiel auf dem Niveau, das war körperlich schon mal ein guter Test für die Jungs, oder? Ja, absolut, also mussten sie schon an die Grenzen gehen, zumal wir ja auch nicht so viele Leute dabei hatten, mussten sie da über fast 60 Minuten jeder richtig Gas geben und das sind ja alles schöne Kavenzmänner, die Ukrainer. Da kann man sich schon die Zähne ausbeißen. Ihr bereitet euch auf die Rückrunde vor, die auf die zweite Hälfte in der Champions League. Also es war schon auch ein gutes Niveau, ne? Ja, also ich hatte ein bisschen Angst am Anfang. Ich kenne die noch von meiner Schaffhausener Zeit, haben jetzt zweimal gegen die gespielt oder viermal. Und habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil wirklich nur ein Auswechselspieler da war. Und dann haben wir aber das wirklich die erste Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir uns selber so ein bisschen um den Lohn gebracht, haben wir uns auch ein bisschen anstecken lassen von der Robustheit der Jungs. Aber klar, sind besser, zumindest in der Konstellation. Und es war für uns der erste Test jetzt und das war okay. Ja, die waren körperlich auf jeden Fall sehr stark heute. Man hat gemerkt, dass wir uns da schwer getan haben, vor allem im Angriff da gegen diese gelangen Leute da zu werfen. Aber es ist natürlich auch ergebniswichtig, auch in so einer Phase, weil wir richtig schwierige Gegner gleich am Anfang wichtige Spiele haben. Und da zählt jedes Tor und jeder Kampf um jeden Ball. Und das haben wir heute üben können. Und ich denke, es war okay. Ihr habt in der Hinrunde schon extremes Verletzungspech gehabt. Nach und nach kommen die Leute zurück. Wie wichtig wäre das überhaupt prinzipiell für die Rückrunde? Enorm, oder? Ja, man hat es heute auch gemerkt. Wir waren natürlich mit einigen Kranken oder immer noch Verletzten, waren wir heute am Start. Und das merkt man dann kraftmäßig. Ja, dass man irgendwann dann so ab der 40. fällt es ab so. Und da wäre natürlich super, wenn wir weitere nächste Möglichkeiten hätten und wenn wir dann die Power von den Leuten, die zurückkommen, jetzt in der Rückrunde alles reinwerfen können.